Dieser Mann ist 31 Jahre alt. Etwa die Hälfte seines Lebens hat er in der Bundesrepublik verbracht, die andere Hälfte in der DDR. Sein Schicksal? Er ist der Sohn des DDR-Spions Günter Guillaume. Sein Vater war jahrelang als SPD-Parteireferent an der Seite von Willy Brandt. 1974 wurde er wegen Agententätigkeit für die DDR verhaftet. Bundeskanzler Brandt musste zurücktreten. Günter und Christel Guillaume, seine Eltern, saßen 7 Jahre im Gefängnis, bevor sie ausgetauscht wurden und in die DDR zurück durften. Pierre, der Sohn des Agentenpaares, siedelte vor 13 Jahren, kurz nach der Verhaftung seiner Eltern, freiwillig in die DDR über, wo der Staat für ihn sorgte. In der DDR hat Pierre Guillaume bis vor wenigen Monaten gelebt. Im Februar stellte er einen Ausreiseantrag, im Mai durfte er wieder in die Bundesrepublik zurück. Pierre Guillaume besucht in West-Berlin eine Ausstellung von Malern aus der DDR. In einem Gespräch nennt er 2 Hauptgründe für seine Ausreise. 13 Jahre habe er in der DDR gelebt, aber er sei dort nie heimisch geworden, trotz gewisser Vorteile, die er als Sohn des prominenten Agenten genoss. Der zweite Grund liegt mit in der politischen Entwicklung der DDR im Moment. Ich bin 85 Genosse geworden, in die Partei gegangen, habe auch versucht, durch Gorbatschow etwas zu bewirken, diesen Kurs mit aufzunehmen. Und die starke Bewegung gegen Gorbatschow in der SED hat viele Leute auch mich enttäuscht und hoffnungslos gemacht. Enttäuscht von der DDR ist Pierre Guillaume wieder in den Westen zurückgekehrt. Seine Ausreise steht am Ende einer langen Entwicklung. Stationen einer Biografie. Bis zu seinem 17. Lebensjahr schien alles in normalen Bahnen zu verlaufen. Die Eltern in angesehenen, bürgerlichen Berufen, der Sohn Schüler in einem Bonner Gymnasium. Dann der erste Bruch. Rückblende in das Jahr 1974. Das Agentenehepaar Guillaume wird entlarvt und vor Gericht gestellt. Pierre Guillaume hatte von der Spionagetätigkeit der Eltern nichts gewusst. Plötzlich stand er allein da. Für den 17-Jährigen eine schwierige, eine verwirrende Situation. Wie würden Sie sich denn damals so beschreiben als 17-jähriger Abiturient? Ich war in der linken Ecke damals, durch die Jusos beeinflusst, war nicht Mitglied, über die Falken schon in die Organisation reingekommen, engagiert auch hinsichtlich auf Demonstrationen im Wahlkampf für Willy Brandt, der unser Vorbild war auch. Und sehr interessiert an politischen Fragen, also sehr progressiv eigentlich eingestellt. Und Ihr Vater? Ja, mein Vater war in seiner Darstellung mir und überhaupt allen gegenüber ein rechter Sozialdemokrat. Und es gab natürlich zwischen uns hinsichtlich politischer Fragen oft Zerwürfnisse auch. Und das war ja ein Punkt, der mir nachher Schwierigkeiten gemacht hat. Nach der Verhaftung, wo ich mit ihm über solche Dinge nicht mehr reden konnte, dachte ich zunächst, er hätte mich praktisch links überholt und sei richtiger Kommunist. Und ich muss dann sehen, wie ich mit seiner Einstellung wirklich klarkomme. Sein Vater ein richtiger Kommunist? Der einzige Sohn hatte ihn und sein Elternhaus stets als bieder und spießig empfunden. So richtig in die 50er und 60er Jahre passend. Vor seiner Geburt waren die Eltern aus der DDR nach Frankfurt am Main übergesiedelt und haben in der SPD Karriere gemacht. 30 Jahre später, Günter und Christel Guillaume wieder in der DDR. Hier merkte der Sohn, als Bonner Gymnasiast eher anti-autoritär, dass sein Vater die Rolle des Konservativen damals nicht bloß gespielt hatte. Und dann sind auch die Wege auseinandergegangen. Er hat seine jetzige Frau kennengelernt, die dann geheiratet hat. Ich hatte selbst Familie. Und das Erschreckende war in den letzten Jahren halt, bedingt durch meine Parteimitgliedschaft und Beginn des Gorbatschow-Kurses in der Sowjetunion, dass man sich natürlich darüber auch unterhalten hat. Und ich merkte, dass er eigentlich eine sehr konservative Haltung zu diesen ganzen Vorgängen hat. Was bedeutet das, konservativ? Also ich dahin, dass er es im Grunde genommen ablehnt. Das ist eine Entwicklung für die Sowjetunion durch Gorbatschow ablehnt, aber erst recht eine Übernahme solcher Entwicklungen in der Sowjetunion auf die DDR für völlig unnötig und überflüssig hält. Pierre Guillaume arbeitete in der DDR als Fotograf. Hier bei Aufnahmen für ein SED-Parteiplakat. Fest angestellt war er bei NBI, so heißt die Ostberliner Illustrierte. Jahrelang erschienen dort seine Reportagen, doch die Arbeit war auf Dauer nicht befriedigend. Es gibt wenig Möglichkeiten, irgendwie auch einen Ansatz, kritische Dinge zu veröffentlichen, auch irgendwie Diskussionen herbeizuführen. Und das ist natürlich was sehr viele Leute, die im Journalismus arbeiten, also ehemalige Kollegen von mir, sehr unzufrieden macht, teilweise resignieren lässt, teilweise auch dazu führt, dass sie irgendwie aussteigen, versuchen aus dem Beruf rauszukommen oder gar aus dem Land rauszukommen. Pierre Guillaume dagegen, Sohn des verdienten Agenten,
machte in der DDR Karriere. Es gab Auszeichnungen und Beförderungen. Beispiele seiner Arbeit. Protokollfotos aus dem Parteileben. Wehrerziehung für Kinder. Applaus fürs Politbüro. Fahnenappell in einer Schulklasse. Haben Sie das mal erlebt, dass Ihre Fotos, die Sie gemacht haben von Ereignissen in der DDR, so wie Sie es wollten, nicht veröffentlicht worden sind? Ich habe es erlebt an diesem Olaf-Palme-Friedensmarsch, der 87 in der DDR stattgefunden hat, wo ich mit einem schreibenden Kollegen zum Start des Marsches nach Stralsund gefahren bin, wo erstmals relativ unbehelligt von Sicherheitskräften auch kirchliche Gruppen aufgetreten sind mit Transparenten auf einer offiziellen DDR-genehmigten Demonstration. Und ich habe das genauso fotografiert, wie ich das Protokoll fotografiert habe, also den eigentlichen Anlass. Und auch dann für den nächsten Tag, das sollte aktuell geliefert werden, auch diese Bilder mit auf den Tisch gelegt. Und da hieß es sofort, nein, die müssen rauswandern. Es war auch eine gewisse Unsicherheit da, wie man diesen Funk einzuordnen hat. Man merkte eben, aha, die durften auftreten, wurden nicht irgendwie weggeführt, ihr Transparente runtergerissen. Aber in eine DDR-Illustrierte sollten solche Bilder nicht hinein. Was hat der Chefredakteur in der Situation dann gemacht, wo er nicht wusste, was er machen sollte? Ich vermute, das, was alle Chefredakteure machen, sie rufen dann im ZK an und lassen sich von der dort zuständigen Stelle für Agitation und Propaganda Rat und Hilfe oder Anweisungen geben. In der DDR-Illustrierten NBI erschienen daraufhin vom Olaf-Palme-Marsch nur diese Fotos von Pierre Guillaume. Die Situation wurde eigentlich immer angespannter, vor allem im Jahr 87 in dieses Jahr rein. Es ist sehr viel Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung unter den Leuten. Sehr viele wählen mehr oder minder spektakuläre Wege, um DDR zu verlassen. Und es ist sehr viel Resignation da, gerade unter ehemaligen Freunden und Genossen, die anfangs gehofft haben, irgendwie Einfluss noch nehmen zu können. Irgendwelche Ideen von Gorbatschow auch versucht haben, in der DDR-Politik mit einzubringen. Und es wurde immer weniger. Der Kreis derer wurde immer kleiner, die gekämpft haben. Das war sehr viel Mut und Kraft da. Durch Gorbatschow, durch diesen Kurs. Aber es gab immer wieder Dämpfer. Es gab halt Anweisungen, Veranstaltungen nicht durchzuführen, sich mit diesen Themen nicht zu beschäftigen. Das heißt, wir haben versucht, Parteiveranstaltungen dazu durchzuführen, Reden, die Gorbatschow veröffentlicht hat, auszuwerten, all solche Dinge zu machen. Und leider wurde unserem Bestreben sehr schnell Grenzen gesetzt dann. Wie würden Sie das sehen? Was hat Sie in den 13 Jahren DDR zum Dissidenten gemacht? Oder bezeichnen Sie sich so überhaupt? Nicht als Dissident. Nö, das wäre zu weit. Dazu fehlte mir offen gestanden die Kraft, auch dort zu bleiben. Ich bewundere die Leute, die wirklich diesen langen Atem haben oder glauben, ihn zu haben, dort zu bleiben und dafür zu kämpfen, dass eine Veränderung eintritt. Dafür fehlte mir auch, sag mal, die Verbundenheit zur DDR und zu den Leuten da. Das spielt eine Rolle, dass ich dort wirklich nicht geboren, nicht aufgewachsen bin. Und wie trotz 13 Jahren immer ein Fremder geblieben bin. Ich war immer der aus dem Westen gekommen ist. Sehr viele Wurzeln einfach lagen hier und nicht dort. Und das war ein Grund, dass mir auch diese Restmotivation, der Rest Hoffnung fehlt, um zu sagen, nee, also dieser Kurs Gorbatschow, Glasnost ist zwangsläufig, ist auch für die DDR zwangsläufig. Und ich kann meinen Anteil leisten dafür, dass es irgendwie auch dort gelingt, ihn durchzusetzen. Was mittlerweile, auch was in diesen Jahren so passiert ist, sind meine Hoffnungen sehr gering geworden und die Enttäuschung sehr groß. Pierre Guillaume war vor 3 Jahren noch der SED beigetreten. In der Hoffnung, mit dem sowjetischen Reformkurs im Rücken, ließen sich auch die Verhältnisse in der DDR ändern. Doch nichts soll sich ändern, sondern alles soll beim Alten bleiben. In der Partei und in der DDR. Die konservativen SED-Funktionäre stemmen sich gegen den neuen Wind aus der Sowjetunion. Und mit dabei ist sein Vater. Pierre Guillaume verließ die Partei und die DDR.